ein Stollen in den Berg gebaut, ohne Verwendung von Metall, nur mit Kunststoffen für ganz spezielle Funktionen. This observatory is really unique in the world. This is a meeting place for scientists, and this is, will be a breeding ground for ideas. GMO, the Geomagnetic Observatory of the Central Institute for Meteorology and Geodynamics in Austria. The Geomagnetic Observatory of the Central Institute for Meteorology and Geodynamics is the second construction phase of the Konrad Observatory, which rests on the three most significant pillars of geophysics: seismology in the case of earthquake research, gravimetry in the case of gravity research, and as the third pillar, the study of the Earth's magnetic field, in other words, geomagnetics. That is the focus of the new GMO. Das Geomagnetische Observatorium wird neben seiner Funktion als Standardobservatorium eine Besonderheit haben. Und zwar das weltweit einzige dreidimensionale Gradiometer mit einer Ausdehnung in den Himmelsrichtungen und in der Vertikale von 200 Metern. Damit können erstmalig hochgenaue Veränderungen des Erdmagnetfeldes erfasst werden und in seiner räumlichen Struktur untersucht werden. For this purpose, a measuring system was built right in the middle of the mountain, spread over an area equivalent to 13 football fields. The 3D gradiometer magnetometer system. It is the centerpiece of the geomagnetic observatory at the Trattelberg. With its configuration, it is currently the most highly sensitive measuring system of its kind. It thus allows scientists to study the Earth's magnetic field with unprecedented precision. In order to explore the spatial structure of the magnetic field, its design is based on a system of coordinates. There are two horizontal gradiometers in the directions north, south, and east, west, as well as the vertical gradiometer. The maximal extension on these three axes is 200 meters. In addition, a variable gradiometer system for smaller step sizes between 5 and 50 meters has been integrated in the system. With this potassium gradiometer, which was built by the Canadian GEM Systems Company as a special accessory at the GMO, it's possible to take measures in the femtotesla range. Femtotesla is 1,000 billionth of a tesla, the unit measure of magnetic flux density, named after Nikola Tesla. By comparison, the Earth's magnetic field at the equator has around 30 millionths of a tesla. A kilogram of iron creates a magnetic field at a distance of 1 meter of about 50 millionths of a tesla, in other words, 50 microtesla. With this equipment, it's possible to realize research projects for which the empirical possibilities were hitherto lacking. One such example are the piezo effects in the rock masses. Reference is to the tiny electromagnetic charges which are produced when pressure and stresses are created in the Earth's crust. The piezo effects make their presence felt through the smallest of changes to the magnetic field in the ionosphere of our planet. Whether these effects are possible precursors in case of strong earthquakes or not is a question the 3D supergradiometer will help resolve. However, the standard equipment at the GMO also includes: why do scientists want to measure geomagnetism anyway? Why do we need to measure the magnetic field with such an accuracy? Because we want to understand very, very complicated phenomena taking place outside the Earth and inside the Earth. Outside the Earth, mainly currents in ionosphere are very, very complicated. And with this setting here in Konrad Observatory, we will be able really to measure very tiny variations which are linked to everything happen in around the Earth with the Earth's sun environment, but also some signals coming from the Earth's interior and going up in the ionosphere. Also, somewhere under 3,000 kilometers, there is the core, the fluid core, and some phenomena are happening also there. We also would like to know this very rapid
changes in the core, and an observatory like this really can help a lot to understanding very rapid changes as geomagnetic jerks linked really to the motion in the flow in the core. Die wissenschaftlichen Hauptziele, die wir hier am Konrad-Observatorium, am geomagnetischen Teil des Konrad-Observatoriums verfolgen, drehen sich um das Erdmagnetfeld. Und zwar wollen wir sowohl die kurzfristigen Magnetfeldschwankungen als auch langfristige Schwankungen dieses Magnetfeldes untersuchen. Um das kurz ein wenig näher zu erklären, die langfristigen Schwankungen sind Änderungen des Magnetfeldes auf Jahresbasis, auf Jahrhundertbasis. Solche Magnetfeldschwankungen treten auf in Österreich. Und seit Beginn der Messreihe, die wir etwa vor 170 Jahren in Österreich begonnen haben, hat sich das Magnetfeld in seiner Richtung um fast 20 Grad geändert. Diese Änderung ist wichtig, die muss permanent mitgemessen werden, da das eine wichtige Information für die Kartenerstellung, aber natürlich auch für Flugplätze, Flughäfen und für die Navigation an sich ist. Neben diesen langfristigen Änderungen der Richtung kommen auch langfristige Änderungen der Stärke des Magnetfeldes vor. Wir wissen, dass in den letzten 150 Jahren, 170 Jahren das Magnetfeld um etwa 10% schwächer geworden ist, als es heute ist. Diese Änderung, die geologisch gesehen sehr rapide vonstatten geht, ist nach wie vor unklar. Die Gründe für diese Änderung sind nach wie vor unklar. Und eine wichtige Forschungsfrage dieser Einrichtung zielt natürlich darauf hin, herauszufinden, was eigentlich gerade dort passiert, beziehungsweise welche Konsequenzen das auch für uns, für unser Leben und für unsere Infrastruktur hier auf der Erde hat. Die kurzfristigen Schwankungen, die wir hier untersuchen, sind vor allem Änderungen, die durch die Sonne kommen. Die Sonne selbst ist hin und wieder aktiv. Alle 11 Jahre findet ein sogenannter solarer Zyklus statt, wo das Erdmagnetfeld sehr stark durch Sonnenstürme beeinflusst wird. Gerade jetzt steuern wir wieder so einen solaren Zyklus an. Und es ist unser ureigenstes Interesse herauszufinden, welche auch Gefahren dabei auftreten können, wenn diese Sonnenstürme auf die Erde treffen. Da gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, wo Stromsysteme in großen Regionen wie in Südschweden oder in Kanada ausgefallen sind. Und das bedeutet natürlich auch für uns, für unsere technische Infrastruktur, große Einschnitte. Das ist ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt dieses Observatoriums. All diese Forschungen machen wir nicht alleine. Natürlich sind wir beteiligt an diesen Forschungen, aber diese Einrichtungen hier, die wir hier aufgebaut haben, dienen auch dazu, nationale und internationale Kooperationen durchzuführen und anzuziehen. Schon jetzt, obwohl diese Einrichtung noch nicht eröffnet ist, haben viele Institute eng mit uns zusammengearbeitet und haben auch schon erste Messungen hier am geomagnetischen Observatorium durchgeführt. Darunter aufzuführen ist unter anderem das Institut für Weltraumforschung aus Graz, aber auch viele andere Einrichtungen, wie aus Belgien, aus Dänemark, die hier schon Experimente angemeldet haben und gemeinsam mit uns durchführen wollen. Genau diesen Zweig wollen wir in Zukunft weiter ausbauen. Wir wollen diese Einrichtung von einem reinen Erdbeobachtungszentrum in ein geophysikalisches Forschungszentrum ausweiten, wollen junge Leute anziehen und einen gesamten Bereich der Erdwissenschaften vorne in oberster Liga weltweit, international auch wirklich mitspielen. In order to measure and do research into the Earth's magnetic field in the first place, certain concrete conditions have to exist. The most important of them, absolute peace and quiet, and interference-free space for the measuring equipment. The second important prerequisite, the surroundings must not be magnetic. That is of the utmost importance for the geomagnetic measuring systems to function without flaw. Thus, their surroundings must be completely free of magnetic materials. As Peter Melichar recalls, and he worked on the Konrad Observatory project at the ZAMG for more than 34 years, the problem was finding a location like that in the first place. By taking aerial measurements, he was finally successful in 1978. Letztlich fiel die Wahl auf den Trafelberg in Niederösterreich. Ein unberührtes Landschaftsschutzgebiet im Besitz der österreichischen Bundesforste. Eine ideale Kombination, um hier ein Observatorium für die geophysikalischen Disziplinen
Seismik, Gravimetrie und Magnetik errichten zu können. Noch dazu, wo der Trafelberg in einem Kalkmassiv situiert ist. Kalk ist das nicht magnetischste Mineral, das wir haben und daher bestens geeignet. Und die Messungen aus der Luft haben ergeben, es gibt keine sogenannten natürlichen Anomalien. Das heißt, also es ist eine ideale Landschaft für die Geophysik, für unser Vorhaben. Wir befinden uns hier im Herz des Konrad-Observatoriums, zumindest im Herz des geomagnetischen Teils des Konrad-Observatoriums. Hier in diesem Teil befinden sich diverse Messsockel, die für Experimente von uns, von der Zentralanstalt gedacht sind, aber auch internationalen und nationalen Forschungsgruppen zur Verfügung stehen. Hier in diesem Bereich, der unterirdisch ausgeführt ist, haben wir konstante Temperatur von etwa 7 Grad das Jahr über. Das ist der Hauptgrund, warum wir auch unterirdisch arbeiten. Temperaturschwankungen bedeuten Störungen für alle unsere empfindlichen Messgeräte, weil Temperaturschwankungen sowohl die Größe, mechanische Einflüsse haben auf die Geräte, aber auch natürlich elektrische Einflüsse über die Veränderung des Widerstands. Und wirklich den Atem der Erde messen und nicht das, was der Mensch produziert und sonst noch so an Störquellen verursacht. The planning and construction of the GMO by Peter Melichar at the Trafelberg site in Lower Austria was guided by the principle of an interference-free environment. All the building materials and construction elements were tested for their magnetic properties in a special non-magnetic wooden structure at the Trafelberg. The construction materials used included various plastics, aluminum, glass, wood, drywall, special screws, and connecting elements. The observatory building at the entrance to the tunnel system is a pure wooden construction with plastic windows. The roof and the window shutters are made of aluminum because it's not magnetic. The lighting and ventilation elements, as well as the power system, were all individually tested for their non-magnetic properties. Das gesamte Stollensystem hier wurde in neuer österreichischer Tunnelbauweise hergestellt. Das Spezielle jedoch waren die nicht magnetischen Materialien, die vorher speziell geprüft wurden, die hier zum Einsatz gekommen sind. Weißzement und Kalk, Kunststoffanker und Kunststoffmatten wurden über das gesamte Stollensystem eingebaut. Die Firma Östrostedin ist schon seit fast 100 Jahren im nationalen und internationalen Tunnelbau unterwegs. Es wurden Wasserkraftwerke, Trinkwasserleitungen, Straßentunnel, Autobahntunnel auf verschiedensten Orten dieser Welt gebaut. Von Chile bis Australien waren wir erfolgreich unterwegs. Wir zeichnen hier verantwortlich für die gesamten elektrotechnischen Einrichtungen, an welche besonders hohe Anforderungen gestellt wurden. Das heißt, dass hier auf eisenhaltige Bauteile verzichtet werden musste. Diese besonderen Anforderungen waren auch gleichzeitig Motivation für unser Team und in unserem Unternehmen konnte dadurch sehr viel Know-how erlernt werden, welches auch bei zukünftigen Projekten sicherlich zur Anwendung kommen wird. Auch für das Konrad-Observatorium haben wir eine spezielle Lösung geliefert, die nicht nur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet, sondern insbesondere technische Anforderungen an die Umgebung berücksichtigt. Unter anderem wurden die Schränke in Aluminium ausgeführt, um die elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend zu berücksichtigen. In order to forge new paths for research in the field of geomagnetics, a special construction was chosen for the GMO, an underground tunnel system using a non-magnetic construction technique was chosen for the positioning of the magnetic field sensors. The physical layout in the tunnels, with the exact main axis in a north-south direction, is of importance for the measurement systems. That in turn precludes a precise survey of the Trafelberg mountain. Unsere Aufgabe war die Grundlagenvermessung für die Vorbereitung des Baus des geomagnetischen Observatoriums am Trafelberg in Muckendorf. Hier war es in erster Linie notwendig, dass
ganz diesen Berg zu erfassen in seiner Dimension, in seiner 3D-Ausformung. Dazu haben wir in terrestrischer Vermessung mehrere hundert Messpunkte eingelegt, um in der Folge dann auch ein exaktes 3D-Modell erstellen zu können. In order to build the tunnel system, it was necessary to move more than 27,000 cubic meters of limestone in the Trafelberg mountain. The more than 1,000 meter long tunnel system thus provides sufficient space for the 3D potassium supergradiometer. Two boreholes with a depth of 100 and 200 meters lined with plastic pipes house the vertical gradiometer. The construction posed a special challenge to the engineers. Wir wurden von der Bundesimmobiliengesellschaft beauftragt, für das geomagnetische Observatorium hier eine Spezialbohrung bzw. zwei Spezialbohrungen abzuteufen. Zum einen ist es eine Herausforderung für uns, weil die Bohrung absolut antimagnetisch hergestellt werden muss. Das heißt, sämtliche Stahlteile, die wir beim Bohren normalerweise verwenden, werden wir hier einsetzen und natürlich auch damit die Bohrung herstellen zu können. Aber als Endeffekt muss dann die Bohrung ausgebaut werden mit PVC-Verrohrungen, die also gewährleisten, dass wir hier absolut antimagnetisch sind. Eine weitere Herausforderung ist noch die Vertikalität der Bohrung und natürlich auch die Bohrtiefe. Dann kommt noch dazu, dass die Bohrung von der Oberfläche aus hergestellt wird und durch einen Stollen durchgebohrt werden muss, was auch noch eine besondere Herausforderung ist. Das heißt, wir müssen da mehrere Bohrmethoden anwenden, dass wir das überhaupt bewerkstelligen können. The Bundesimmobiliengesellschaft took on the role of the builder at the Trafelberg site. The construction of the GMO was indeed a new experience for it as well. Die Bundesimmobiliengesellschaft errichtet immer wieder sehr viele Projekte gemeinsam mit und für Universitäten. Das Konrad-Observatorium war aber in seiner Einzigartigkeit eine ganz besondere Herausforderung für die Bundesimmobiliengesellschaft. Thanks to its special design, its tunnel system and its measuring equipment, the GMO at the Trafelberg is suitable for many and varied research projects and applications. Whether we're talking about the education of young researchers at universities or those involved in international research projects or else basic research or applied geophysics. The GMO sees itself as a meeting place for the scientific community in the field of geophysics. At any rate, it enhances Austria's position as a place for research in the field of geophysics. One example for a concrete application is research into space weather, in other words, weather forecasts. By that we mean what effects can we expect solar activity to have on the Earth's magnetic field, and thus on the electromagnetic power system. The continuous high-resolution measurements of the geomagnetic field with the 3D gradiometer at a sampling rate of 20 measurements per second represents a significant contribution toward the ongoing development of space weather forecasts. The U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center will receive real-time data from the GMO. In such a manner, the GMO will gain new international project partners for research and development. The GMO with its 3D supergradiometer will constitute an outstanding addition as a ground station to the magnetic field mission SWARM of the European Space Agency, ESA. The idea to such an addition was presented to ESA in 2009. Peter Melichar presented the idea to the public at the German Research Center for Geosciences in Potsdam during the second international science meeting of ESA's SWARM space mission. By the end of this year, 2013, three satellites will be launched in space. This is a SWARM mission. It's one of ESA opportunity missions. And all the geomagnetic community around the world is really very keen to have the satellites around the Earth and to have this data. And of course, at the same time, this observatory will be open, and we very much hope really to combine space measurements and ground measurements from here, and to be able really
to understand very rapid variation in the magnetic field with very, very high precision and accuracy, because the measurements taken by SWOT satellite and the measurements taken here are really at 1 second step measurements. And this is really something new for our community. It would be for very first time we are going to have 3 satellites in space and such a unique opportunity as here in the observatory with very good data and with this setting of the gradiometer. With a constellation of 3 satellites in a special gradient configuration, the SWARM mission will record the magnetic signals from the Earth's core, the Earth's crust, the oceans, and special gradients in the ionosphere in altitudes of 300 to 500 kilometers. The gradient measurements of the satellites and those carried out simultaneously by the GMO stand to advance research on the nature of the geomagnetic field, as well as the characteristic properties of magnetic storms in the spatial and temporal dimension, thanks to the higher degree of precision and resolution. The calibration gallery at the GMO offers a further important application for research and practical geophysics. No matter what they're used for, measuring instruments have to be calibrated in order to provide reliable information. It is only through the calibration process that deviations of a measuring system from the norm can be determined. The influence of variable magnetic fields on electronic systems can also be examined. Das Konrad-Observatorium am Travelberg wird ja nun bald fertig. Und wir am Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften, wir sind da ganz heiß darauf sozusagen, warten ganz gespannt, dass es fertig wird. Wir haben es ja schon in der Bauphase genutzt, weil der wesentliche Punkt für uns ist, dass wir dort unsere Magnetometer, mit denen wir ins Weltall fliegen, kalibrieren können. Wir haben Magnetometer, die gerade in Satelliten eingebaut werden, die übernächstes Jahr zum Merkur gestartet werden, kalibriert. Wir sind gerade dabei, ein ganz neuartiges Magnetometer, das bald auf einem chinesischen Satelliten fliegen wird, zu kalibrieren. Das können wir dort viel, viel besser machen, als wir das hier machen. Das können wir dort viel besser machen, als viele unserer internationalen Kollegen das machen können, selbst in Deutschland, selbst in den USA. Der zweite Punkt ist, wir brauchen immer wieder für unsere Weltraummessungen, zumindest wenn wir in der Erdnähe bleiben, wie zum Beispiel mit den chinesischen Satelliten, wie zum Beispiel auch die europäische SWARM-Mission, die bald gestartet wird, einen Referenzpunkt auf der Erde, mehrere Referenzpunkte, nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern, aber wir brauchen auch einen in Österreich, wo wir sehr genaue Messungen haben auf der Erde. Das kann das Konrad-Observatorium, wenn es dann jetzt immer mehr in Betrieb geht, kann schon jetzt, aber bald noch besser liefern, einfach um die Weltraummessung auf der Erde mit einem Referenzpunkt zu verankern. Der dritte Punkt ist, nicht so wichtig für uns vielleicht, für unsere Arbeit am Weltrauminstitut, aber wichtig für die Erde, auch für mich als jemand, der das ganze Erdesystem verstehen will letztendlich doch, ist, man braucht immer wieder Referenzpunkte, um das Erdmagnetfeld an sich zu verstehen. Denn das Erdmagnetfeld ist wichtig für das Leben auf der Erde. Es bietet uns einen Schutz vor dem Einfluss der Sonne. Und wie man vielleicht weiß, klappt das ab und zu einfach mal um. Es verschwindet, es klappt nicht um, sondern es verschwindet, wird weniger. Und in letzter Zeit ist es weniger geworden. Es hat abgenommen. Der Schutzschild vor den Sonnenstürmen wird geringer. Man weiß nicht genau wie. In der Vergangenheit ist es mal passiert, aber da hatte man noch kein Konrad-Observatorium. Die Menschen lebten zwar auch unter der Erde in der Höhle, aber den Magnetometer hatte man nicht. Und jetzt kann man das genau beobachten. Und dazu ist auch Sonnenobservatorium mit der Genauigkeit sehr wichtig. Das Konrad-Observatorium ist nicht, so wie viele andere Observatorien auf der Welt, eine reine Erdbeobachtungsstelle, sondern es hat aufgrund seiner Größe, seiner Möglichkeiten und der Infrastruktur, die wir hier haben, auch die Chance, ein Forschungszentrum, ein international renommiertes Forschungszentrum zu werden. Dies ist eines unserer wichtigsten Ziele für die Zukunft, nationale und internationale Partner hierher zu ziehen, mit ihren Experimenten, mit ihren Forschungsarbeiten und mit deren Beobachtungen, die sie hier an dieser Einrichtung mit unseren hochpräzisen Messungen, die wir hier durchführen, vergleichen können. It is a place which can generate ideas
not only scientific ideas, but also ideas which will be of interest to the public sector. And so we can imagine that this investment here is going to have some return in the future. It will have return for sure in the science. It will have returns because it's going to generate projects which will be funded, maybe nationally funded, but also international. We may even think that private companies will have interest in testing their devices here. So I can see this as a place which is looking to the future in this regard. It is a huge place. It is a huge place because for magnetic measurements we need space. If we have a too small place, our measurements are not going to be good. And that's why we can say that this huge place, this large facility, will have a good return on the initial investment. On account of its design, the inclusion of a highly sensitive 3D supergradiometer and its international outreach, not only Austria, but also the scientific community will reap the benefits of a landmark facility for research on our planet Earth. Jahrelang war Niederösterreich ein weißer Fleck auf der Forschungslandkarte. Mittlerweile haben wir uns sehr intensiv darum bemüht, eine sehr eigenständige Forschungs- und Wissenschaftslandschaft aus Niederösterreich zu machen. Und ich glaube, das ist uns auch in den zurückliegenden Jahren ganz gut gelungen. Auf der einen Seite setzen wir auf die Wissenschaftsachse, beginnend von der Stadt Krems über Tulln, Klosterneuburg bis hin nach Wiener Neustadt. Aber auf der anderen Seite setzen wir auch auf regionale Forschungsschwerpunkte. Das Konrad-Observatorium ist ein derartiger Forschungsschwerpunkt, wo bereits seit vielen Jahren geforscht wird und wo wir Gott sei Dank vor einem unmittelbar neuen Ausbauplan stehen, bei dem auch das Bundesland Niederösterreich die nächsten Schritte mitfinanziert. Das ist auch der Beweis dafür, dass Forschung in Wahrheit kein Selbstzweck ist, sondern dass Forschung mit dem Ziel betrieben wird, der Menschheit auch in Zukunft weiterzuhelfen. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konrad-Observatoriums sehr, sehr herzlich bedanken. Auf der einen Seite für diese ausgezeichnete Zusammenarbeit mit uns im Bundesland Niederösterreich, aber auf der zweiten Seite auch einen herzlichen Dank für Ihre Forschungsergebnisse, von denen wir mit Fug und Recht behaupten können, vieles davon ist der Menschheit schon zugute gekommen. Herzlichen Dank und alles Gute am Weg in die Zukunft.